Einen schönen guten Tag, die liebe YouTube-Gemeinde. Übergangslos für mich, für euch ein neuer Teil. Herzlich willkommen bei der Viagra Military-Reihe. Herzlich willkommen bei Neisser 36. Heute oder in dieser Folge werde ich mal kurz was erklären. Euch ist es sicherlich aufgefallen, als ich das Hinterrad gemacht habe, habt ihr nicht gesehen, dass ich die Radlager gewechselt habe. Ja, das möge vielleicht daran liegen, dass ich noch keine neuen Lager eingebaut habe. Ich sagte ja, meine Arbeitsweise ist etwas unkonventionell, weil ich einfach übersehen habe, dass da neue Lager rein müssen. Kein Thema, das werden wir richten, selbstverständlich. Es ist für mich nicht so wild, die ganze Geschichte nochmal auszubauen. Punkt 1 ist es Übung, Punkt 2 geht es relativ leicht. Wenn, und das ist jetzt der Knackpunkt, und das ist, warum ich euch das jetzt nochmal erklären möchte, warum ich so vorgehe. Es ist wesentlich einfacher, Räder auszubauen, wenn die Maschine eine gewisse Grundstabilität hat. Ja? Ich kann jetzt hergehen, der Dämpfer ist drin, die Position vom Hinterrad passt, ich mache das Vorderrad fertig. Hier habe ich schon den neuen Simmering und die beiden neuen Lager. Wir werden gleich zusammen, Entschuldigung, der Kaffee. Wir werden gleich zusammen die Vorderradlager wechseln. Dann kann ich sie nämlich vorne runterziehen und runterspangeln und habe damit eine sehr gute Stabilität. Wenn sie im Radhalter vorne drin ist und vorne festgemacht ist, dann kann ich an dem Ding rumrütteln und kann auch dementsprechend den Motorheber oder den Scherenheber unter den Motor heben, kann sie hinten hochheben, kann hinten weiterarbeiten. Was ich natürlich schon gemacht habe, sind die Schwingenlager, die sind neu. Ja, nur wie gesagt, Drehmomentwerte. Ich weiß nicht, warum ich mein Tablet wieder aus der Tasche genommen habe gestern. Ich war der festen Überzeugung, als ich heute Morgen losgefahren bin, ich habe alles drin und komme hier an und es ist nicht drin. Sei es drum, so weit sind wir ja bei weitem noch nicht, dass ich an Drehmomentwerte gehen kann. Das werden wir peu à peu im Laufe der Woche abends eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden in der Werkstatt verbringen und das Ganze dann machen. Und dann halt, wie gesagt, wieder am Wochenende. Vorausgesetzt, liebe YouTube-Gemeinde, das Wetter am Wochenende ist nicht ganz so prickelnd. Weil wenn das Wetter am Wochenende gut ist, werde ich eine Runde Motorrad fahren und zwar richtig. Ich werde mal Seeberg, Slowenien, Italien mal eine richtige 400 Kilometer Runde drehen. So, also jetzt wisst ihr Bescheid, das Hinterrad muss noch mal raus, möchte ich aber in einer stabilisierten Form des Motorrades machen. Vorne das Vorderrad werde ich jetzt fertig machen und das schauen wir uns gemeinsam an. So, als allererstes muss natürlich hier die alte Staubschutzkappe raus. Schraubendreher, man kann auch ein Montiereisen nehmen, wenn man so ein kleineres Montiereisen hat. Aber da das Ding eh kaputt ist bzw. neu kommt, machen wir da nicht lange rum, sondern drücken das Ding einfach mit drehenden Bewegungen raus. So, alt dahin. Und dann haben wir hier das Radlager. Zeige ich euch mal. Ja, und das ist halt der große Knackpunkt an der Geschichte. Das Radlager ist offen. Also ganz so schön und gut ist es nicht. Und wir müssen jetzt versuchen, dass wir dieses Radlager von der anderen Seite aus rausgeklopft bekommen. Ich nehme mal kurz meinen Schraubenzieher, weil hier kann man diese Büchse schon ein gutes Stück nach hinten drücken, dass wir da hinkommen. Aber ich will mal versuchen, ob ich das mit dem Werkzeug hinbekomme. Ich habe hier solche Lagerabzieher. Das passt jetzt also hier auch saugend rein. Und jetzt wollen wir mal probieren, was passiert, wenn ich das hier da so rein tue. 19er, und ist das zufällig 17? Oder haben sie da wieder, ach, dass die nicht nachdenken, die Leute, beim Konstruieren von solchen Teilen, dass man vielleicht einen 17er und einen 19er macht, dass da unten könnte locker ein 19er, könnte locker ein 17er sein, dann könnte man hier oben mit einem 19er anziehen. Ich habe es also ganz drin,
Und jetzt drücken wir das Ding hier auseinander. So, gefühlvoll natürlich. Jetzt muss ich das Ding am besten, wie mache ich das am besten? Ich lege das am besten auf den Boden. Ja, ich glaube, so kann man das sehen. Und dann habe ich ja hier meinen, ich sage gerne meinen Wichser. Das ist zwar nicht ganz jugendfrei, aber man weiß, was ich meine. So, dann machen wir mal ein bisschen Lärm in der Werkstatt. Und probieren mal, ob das geht. Jo, lacht mich etwas aus. Dann werden wir dem mal ein bisschen mit Wärme nachhelfen. Ob das jetzt so geschickt ist auf das frisch lackierte Ding? Nee, das ist keine gute Idee. Und da verbrenne ich den Lack. Wie macht man das, liebe YouTube-Gemeinde? Indem wir Handschuhe anziehen und weitermachen. Vielleicht, wenn ich das Ding hinstelle, so, ob es dann besser geht. Da passiert gar nichts. Da passiert gar nichts. Ich werde mal versuchen, ob ich das andere Lager rauskriege. Bäh. Eingehackt. Ich möchte natürlich nicht so sehr invasiv an die Geschichte rangehen. Und mal um, weil hier kann ich, glaube ich, mal heizen. Na, kann ich nicht, das verbrennt auch. Dann werde ich den Heißluftföhn nehmen. Und da kann ich da, glaube ich, etwas gezielter Wärme aufbringen. Dann werde ich auch gleich mal die Lager in den Kühlschrank legen. Der hat nämlich eine geniale Einrichtung. Da ist obendran so eine Art Gefrierfach. Das ist immer im Minusbereich. Da ist schön vereist drin. Da sollen die mal abkühlen. So, also, dann schauen wir mal. So, habe ich denn irgendwo ein Eisspray oder sowas? Nee. Ja, das könnte ich mir eventuell auch mal wieder zulegen. Aber es hilft nichts. Und die Frage ist halt, ob ich das Lager gut gepackt bekomme. Das Problem hatten wir ja schon irgendwo mal. So. Jetzt nehme ich das Ding aber gleich so. Gut, und dann gehen wir. Da haben wir es. Mein Monitor steht wieder auf dem Kopf. Gut. Und dann haben wir hier die Büchse. Und da müssen wir uns merken, dieses Teil hier kommt Richtung Tachoantrieb.
So, jetzt kann ich ganz beruhigt mal etwas invasiv vorgehen. Jetzt suche ich mir anhand von dem, jetzt mache ich erstmal kurz das Lagerlose lösen. Nee, komm her da. Ups. So, gut. 21er Nuss sieht nicht so schlecht aus. So. Hat schon verloren. Das hat schon verloren. Das braucht nicht mehr viel. Dann wird es da rausfallen. Das kann ich, glaube ich, auch so machen. So. Zweite Lager. Schön. Und so sehen die aus. Ja, also, dass die nicht lange halten. Wackeln tut es nicht, aber es macht tierische Geräusche. Gut. Jo, den Rest werde ich mal vorbereiten. So, dann wollen wir mal. Also ich werde jetzt zuerst mal hier etwas anwärmen. Dann ruckizucki das Lager aus dem Kühlschrank holen. Einsetzen. Nein, warte. Ah, Scheiß. Etwas Fett. So. Und dann nehmen wir das alte Lager zu Hilfe. Da werden wir mal schauen, dass wir das Ding reinkriegen. Ja, fluppt ganz gut. So, weiter ist scheiße, weil ich sonst das Lager nicht mehr rauskriege. So, das heißt, ich nehme einen Lagertreiber. Komm her. Ups. Schauen. Nein, ist nicht gut. Und der andere ist so groß, dass er nicht darüber passt. Jo. Okay, dann brauchen wir eine, was ist das, 30, eine 30er Nuss, die passt recht gut, schön mittig drin. So. Dann drehen wir das Ding um, nachdem wir es mal abgewischt haben. So. Ach ne, ich könnte ja eigentlich gleich den neuen Simmering einbauen. So, jetzt kommt hier mal zuerst mal eine kleine Schicht Fett. Ja, das ist das Schwarze. Aber das ist gut, das Zeug. Das ist schließlich von Liquimoli. Für teures Geld gekauft. So. Und den Rand hier, den fülle ich auch mit Fett. Weil wo Fett, da kein Wasser. Eine Sauerei ohnegleichen. So. Und dann kommt er hier drauf und dann sollte er sich mit den Fingern eigentlich reindrücken lassen. So.
Und dann kann man ja noch mit der 30er Nuss so ein kleines bisschen nachhelfen. So. Und dann sitzt der da drin, wie er rein soll. Gut, dann einmal umdrehen. So. Don't forget. Never, 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 never. So, das bekommt jetzt etwas Rostschutzcoating. So. Dann tuten wir die mal da rein. Platsch hat's gemacht. Dann werden wir das anwärmen. Und ja, das wird heiß. Meiner hat keine Regelung. Mein Heißluftpuster. So, altes Lager. Hammer. Schauen, dass wir das nicht verkanten. Ja, fluppt gut rein. Problemlos. So, das war's. Jetzt kommt wieder die. Wollen wir mal schauen, wie das mit der 32er Nuss aussieht. Ah, die 32er passt sogar noch besser. So. Wenn wir nach der Hülse schauen, die ist fast mittig. So. Dann kommt the final check mit der Steckachse. Wische ich mal weg, ab. Nicht weg. Wegwischen wäre ja Blödsinn. So. Ganz leicht. Nicht mit Gewalt reinklopfen. Die liebe YouTube-Gemeinde weiß, ich bin da etwas schmerzbefreit. Aber dafür. Dafür gleitet sie jetzt ganz von alleine. So. Gut. Jo. Leichte Korrosionsschwierigkeiten da jetzt im Augenblick. So, das sieht sehr schön aus, das gefällt mir. Bis auf das Fett. Aber gehobelt wird, da fallen Späne. So, jetzt wollen wir das Vorderrädchen mal buxieren. So in etwa. Ich hatte keine Hand frei. Und das kommt jetzt einfach mal in den Radhalter. Und dann hat sich da jetzt gerade die Maschine, achso, die Gabel hat sich bewegt. Schock. So kurz vor Mittag. So. Steckachse habe ich abgewischt. 32er Nuss räume ich auf. Die beiden alten Lager und den alten Simmering. Tun wir mal auf die Seite. Ja, jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, dass wir das Ding reinwuchten. So, wir haben ja hier diesen wundervoll lackierten Tachoantrieb. Nur da drin, ja, da ist etwas trocken. Also werde ich das Ding jetzt einfach mal mit etwas Fett beaufschlagen. Ja, so und so. Und das kommt jetzt da rein. Er läuft aber wirklich echt pipifein, kann man das sehen? Wie er sich dreht mit dem Pinselborsten. Ja, also kein Thema. So, er kriegt noch mal eine Ladung. Das sieht jetzt viel aus.
aber ich stopfe das Ding nach hinten. So nach hinten zum Simmering hin, den ich leider Gottes nicht neu bekommen habe, der aber noch in einem Top-Zustand ist. Das ist nämlich ein fast neuwertiger Tachoantrieb, den ich organisiert habe. Ich zeige euch nachher den alten, wenn ich ihn gerade durch Zufall finde, dass ihr mir das auch glaubt. So. Das restliche Fett wird neben rausgedrückt und geht schön in die Tachoschnecke. Ich achte nur darauf, dass ich hier eine Vertiefung drin habe. Ja, sieht jetzt zwar grauenvoll aus im Augenblick, aber das ändern wir gleich. So, komme ich schon, zeige euch das. Dann sieht das Ganze so aus. So stelle ich mir das vor. Jetzt werden wir den mal da reinhieven ins Radl. So, das Lager habe ich natürlich auch gefettet. Jetzt werden wir das Ding mal da rein drücken. So, dann müssen wir nur schauen, dass die Zapfen treffen. Hätte ich vielleicht irgendwie markieren sollen. So glaube ich, ist es nicht so übel. Schauen wir noch mal. Die sind senkrecht. Senkrecht, ja. Genau, einmal so, dann sieht man das. So. Jetzt hat es geklackt. So. Und wir wissen ja, diese Einsparung muss bei der Gabel in dieses Teil hineingleiten. Irgendwie so. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, fällt jetzt das Vorderrad genau, nicht ganz. Ich muss da, ja, das können wir ja dann gleich mal in Augenschein nehmen. Ich werde jetzt mal eben kurz diese hier mit diesem hier verbinden. Nicht zu viel. Ist nur Rostschutzcoating. Und dann erinnere ich mich, brauchen wir noch irgendwie eine Distanzhülse für die andere Seite drüben. Halt die Guschen! Fallende Donau, du! Alter Gefalter. Ist Dienstag heute. So, das Gewinde habe ich nicht gemacht. Schön. Gut, die hatte ich aber gerade vorhin in der Hand. Teufel, wo habe ich die hingelegt? Ja, die werde ich jetzt mal suchen müssen. Das hat sich ja fast nicht gelohnt, die Kamera auszuschalten. So, der kommt hier rein. So. Ah, Smoothie, dreht sich schön. Gut, brauchen wir sonst noch was? Wir haben die Mutter mit Bund, die passt hier rein. Wir haben hier die Distanzhülse, wir haben auf der anderen Seite den Tachoantrieb. Da drüben brauchen wir keine Mutter, weil wir da ein Gewinde drin haben. Gut, dann würde ich sagen, wir positionieren jetzt mal das Vorderrad so, wie es dann schlussendlich reinkommt. So. Tachoantrieb, bleib da. Tachoantrieb drehen. So. So, ja. So ist gut. So ist gut. So lassen wir. Der Mann ist gut. Der kommt in die Küche. Ja,
Ja, das ist wieder der ewige Kampf. Kampf der Titanen. So, dann müssen wir hier ein kleines Stückchen nach oben. So, dann brauchen wir die Steckachse. Die kommt jetzt da rein und dann sollte die eigentlich schon so durchfluppen, was sie auch tut. So, die Hälfte der Miete hätten wir ja schon mal. Oder ein Viertel. Jetzt müssen wir das Vorderrad und die Gabel ausrichten. So. Da meine ich, da müssen wir noch ein kleines Stück höher. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht zu weit hochgehe und der Ständer frei wird. Aber das steht alles noch relativ sicher. Pa. Wenn wir mal mit dem Das sind also nur minimal invasive. So, jetzt stehen wir drüben an. Schätze ich. Add Free Light. Ei, Freilicht. Ah, ich weiß warum. Ich weiß, warum das so schwer geht. Weil das Motorrad nicht in der Flucht vom Radhalter steht. Das muss, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, etwas weiter rüber. Aber vielleicht kann ich das kompensieren, indem ich hier einfach mal so weit anhebe, dass das hier frei ist. Puh, keine so einfache Geschichte. Nee, das gefällt mir nicht. Das ist mir zu wackelig. So ist besser. Das werden wir schon hinbekommen. Warum soll es auch nicht klappen? So. So halten. Mit dem Gummihammer durch damit. Geht ja wohl. So, dann brauchen wir es nur noch anziehen. Habt ihr das jetzt gesehen, was ich da gemacht habe? Ja, so in etwa. So in etwa müsste es geklappt haben. Was haben wir denn da? 19, ha? Oder? Puh, Augenmaß wie ein Fisch auf dem Trockenen. 17. Gott. Ratsche. Und dann geben wir dem Ding mal. Geht schon, und zwar ganz leicht. Tschuck. Da drückt es entsprechend das Fett raus von der Steckachse. Alles halb so wild. Alles gewollt. Alles genau richtig. So. Tachoantrieb passt, sitzt fest, schön. Dann wäre der nächste Schritt, diese Maschine nach da vorne zu bekommen. Ich versuche das einfach jetzt mal so euch zu zeigen. Lass mal geschwind die Handschuhe etwas sauber machen. Weil ich will jetzt den Hauptständer hochklappen, zuerst mal. Das heißt, ich halte die jetzt mal hier so fest. Vorderrad ist frei. Leute,
ich hab da schon ein bisschen am Bammel. Das muss ich ganz offen zugeben. Da werde ich lieber mal das auf diese Art hier versuchen. Ja, der Ständer kommt ja mit. Touchdown! Wer sagt, dass das nicht geht? Ei, 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 immer solche Schisser. Ist doch alles kein Thema, alles kein Problem. So, einmal. Ich liebe diese Spannrollen. Wenn die von der Qualität her noch ein kleines bisschen besser wären. So. Et voilà. Hinterrad frei. Vorderrad abgespangelt. Maschine steht sicher. Und jetzt kann ich hergehen. Ich kann hier den Heber positionieren. Und im Normalfall ganz gefahrlos hier anheben. Ständer einklappen. Maschine runterlassen. So. Und steht. Ja, so schaut's aus im Schneckenhaus. Jo, ihr Lieben. Es ist schon wieder eine Stunde später. Wir haben schon wieder 12:30. Ja, aber es geht voran, es geht voran. Es hat halt schon irgendwo ein klein wenig Vorteile. Wenn man viel vorbereitet hat, so wie ich in meiner profimäßig eingerichteten Werkstatt mit meinem absolut genial ausgearbeiteten Fahrplan, wie man so ein Motorrad zerlegt und wieder zusammenbaut. Ich weiß immer grundsätzlich und in jedem Fall, wo habe ich mein Werkzeug hingelegt, wo habe ich meine Distanzhülsen, habe ich die hinteren Radlager bereitgelegt, die man dann natürlich gleich wechselt. Liebe YouTube-Gemeinde, ihr wisst Bescheid, ich bin der absolute Oberprofi. Mir reicht keiner das Wasser. Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, es ist halt so. Ich möchte euch nochmal daran erinnern. So ziemlich am Anfang der Geschichte mit der Virago. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf Video aufgenommen habe oder nicht. Ich hatte ja hier die ganzen Schachteln stehen, beschriftet mit Zetteln drin, wo was hinkommt. Und habe dann meinen Schlauch gebraucht. Den habe ich bis ganz da hinten gezogen. Und da wollte ich ihn aufrollen und habe einmal angezogen, damit er entriegelt wird und sich alleine aufrollt. Und beim Anziehen habe ich nicht gesehen, dass der Schlauch hinter den ganzen Schachteln war. Das heißt, ich habe angezogen und der Schlauch hat die Schachteln einmal quer durch die Garage gefegt. Ja, das ist mir, glaube ich, zwei, wenn nicht sogar dreimal passiert. So. Und ja, folgedessen tue ich mir im Augenblick etwas schwer, die ganzen Schrauben zu identifizieren. Aber es ist ja relativ logisch aufgebaut. Und auch hier kommen ja neue Schrauben rein. Und die wichtigsten Geschichten, alles was das Fahrwerk anbelangt, die sind Gott sei Dank in einer Schachtel gewesen, die außerhalb liegen. Ich hatte zwar vorne die Distanzhülse schon bereitgelegt, aber ich möchte mich nicht rausreden. Ich habe das Teil dahingestellt und genau da lag die Distanzhülse. Das kann ich jetzt im Übrigen wegräumen.
Das werden wir, glaube ich, heute nicht mehr brauchen. Also hier sind auch die Federn und so und die kleinen Schrauben für den Lichtmaschinenregler. Oh, ich muss mich schon wieder strecken. So. Gut, also wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir waren hier, weil ich möchte gerne hier einen Canon HD. Jo. Das ist schön, dass man das lesen kann, aber ja, genau aus diesem Grunde. Ach, es ist mal wieder auf und nieder, immer wieder. Schubidubidu. Gut. Brustgemeinde um 11:30. Jetzt haben wir 11:30. Vorher war es 5 Minuten vor 11:30. Seid nicht so kleinlich, ob es jetzt 3 oder 5 Minuten sind. Spielt keine Rolle. Meine Art des Schraubens unterscheidet sich etwas von anderen, wenn ich ein eigenes Projekt mache, beziehungsweise wenn es hier um Projekte handelt. Da müsst ihr euch einfach dran gewöhnen, dass ich manche Arbeiten 2, wenn nicht sogar 3-mal mache. Nämlich irgendwas anbauen, dass ich nachher sowieso wieder abbauen muss, dann wieder dran bauen und feststellen, ah, musst du nochmal abbauen, weil du was anderes dran bauen musst. Ja, das ist... Das sehe ich nicht als Problem und das kostet mich im Endeffekt, wie ich festgestellt habe, weniger Zeit, als das in umständlicher Art und Weise mit einem kippeligen Motorrad, wo ich immer Bammel habe, die könnte jetzt gleich umfallen oder sonstiges. Ja, wenn ich mir da unseren geliebten Martin anschaue vom Zams Channel, wenn er Vorderrad und Hinterrad draußen hat und das Ding auf dem Scherenheber stehen hat, und er zieht da irgendwelche Schrauben an und das Ding wackelt hin und her, da kriege ich jedes Mal einen halben Herzinfarkt. Und der Martin weiß, was er tut. Also ich glaube nicht, dass er schon mal ein Motorrad von der Bühne geschmissen hat. Ich allerdings schon. Ich glaube, das war meine Kajiva damals. Da hatte ich den Original-Radheber oder Radhalter dran. Und der ist ja so zum Zuschrauben oder so zwei Miniaturbacken angeblich das Vorderrad halten sollen. Das Ding hält nämlich genau einen Scheißdreck. Und dann rutscht das Ding drüber raus und wenn es einmal eine gewisse Neigung erreicht hat, glaubt nicht, dass ihr so ein Motorrad mit 200 Kilo dann noch gehalten bekommt. Also ich mit meinen 72 Kilo Lebendgewicht und 53 Jahre und Ärmchen wie Zahnstocher sowieso nicht. Liebe YouTube-Gemeinde, mit der Viagra geht's voran. Freut mich. Ich weiß aber, wer sich noch viel mehr freut. Das aber zu einem anderen Zeitpunkt. Ich bedanke mich für euren Daumen hoch. Ich bedanke mich für eure hoffentlich zahlreichen Kommentare. Wenn es auch kurze Videoschnipsel sind eventuell und nicht ganz so informativ und schon 100-mal gezeigt, sei es drum. Es bleibt ja jedem selbst überlassen. Ja, dann würde ich sagen, letztes Viagra. Abonnement für die Neuen unter uns. Herzlich willkommen in der Gemeinde. Einmal draufklicken, abonnieren kostet nichts. Bleibt mir nichts weiter zu sagen, als bleibt mir gewogen. Pfiat euch, Baba. Nächster Teil kommt gleich.